Informatik ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft. In unserem Alltag, in unserem Berufsleben, aber auch in unserem Privatleben wollen wir die ganzen digitalen Gadgets eigentlich nicht missen. Und ich denke, gerade deshalb ist es wichtig, dass viele Menschen auch diese Technologie mitgestalten. Das Spezialthema meines Instituts ist die Telekooperation. Dazu entwickeln wir Software, die die Zusammenarbeit zwischen Menschen, aber auch Mensch-Maschine und zwischen Maschinen unterstützt. Wir haben an der JKU in der Informatik ein sehr gutes Betreuungsverhältnis und wir binden die Studierenden auch sehr gerne in ihre Forschungsarbeiten ein. Das heißt also, wenn wir Forschungsprojekte mit Firmen haben, können Studierende da schon mitarbeiten und bekommen so einen sehr guten Einstieg in das Berufsleben. Die wichtigste Eigenschaft für ein Studium ist Neugierde. Es braucht vielleicht eine gewisse Affinität zur Technik, die Fähigkeit, abstrakt zu denken. Aber es ist definitiv nicht so, dass man schon in der Schule die Top-Programmiererin gewesen sein muss. Ich selber habe in der Schule noch überhaupt keinen Informatikunterricht gehabt und habe es bis zur Professorin geschafft. Mein Name ist Gabriele Anders-Kotzis. Ich leite hier seit fast 20 Jahren das Institut für Telekooperation und betreibe Forschung in den Bereichen Multimediasysteme, Mobile Computing und Internet Computing.